Grün ist die Farbe der Hoffnung, grün ist die Farbe des Werdens und deshalb hat der Kaspar als einzige Figur bei mir eine grüne Jacke an. Denn wenn das Kind nicht so etwas hat wie den Kaspar, auf den es vertrauen kann, auf den es bauen kann, auf den es hoffen kann, dann ist das Kind meines Erachtens sehr, sehr arm dran. Willibald Meier betrachtet die großformatigen Fotos seiner Puppen, die an einem Ehrenplatz an der Wand hängen. Es sind dieselben Puppen, die auch in seinem Buch Kleine Lebensernte eines Puppenspielers abgebildet sind. Willibald Meier hat sie selbst entworfen und hergestellt. Insgesamt etwa 50 im Laufe des halben Jahrhunderts, in dem er ein hauptberuflicher Puppenspieler war. Die Puppen bleiben jung, während der Spieler irgendwann altert, Schmerzen in den Gelenken im Kreuz bekommt, vom jahrzehntelangen Puppenhochhalten. Willibald Meier hat seine Puppen an einen jungen Puppenspieler weitergegeben, damit sie im Spiel bleiben. Er vermisst sie. Er vermisst seinen Beruf. Ich würde lügen, wenn ich sage, ich habe Puppentheater gespielt. Ich habe Puppentheater gelebt. Und das war die Stärke, meine Stärke, dass ich von der großen Zehe bis zur letzten Haarspitze, jetzt lache man kräftig, König war. Oder ich war die Prinzessin. Das Spielen ist nur ein, wie soll ich sagen, das eigene Leben durch eine Röhre gepustet, das nach oben kam. Moralpredigten hat er nie gehalten. Das Beispiel soll wirken, die Handlung, in der sich Gutes und Böses zeigt und die den Kindern die Möglichkeit gibt, durch ihr Eingreifen das Gute zu schützen und das Böse in die Schranken zu weisen. Die Kinder bekommen mit, dass das Schlimmste, was es für die Hexe gibt, das Bellen eines Hundes ist. Und der Hund liegt in einem Stück im Krankenhaus, weil er verkehrt über die Straße gegangen ist, er angefahren worden von der Straßenbahn. Der Hund ist nicht da. Die Hexe weiß das und freut sich, dass ihr nichts passieren kann. Denn der Wauwi, vor dem sie so fürchterliche Angst hat, liegt ja im Krankenhaus. Der Wauwi liegt im Krankenhaus. Vor dem Wauwi brauche ich heute keine Angst zu haben. Naja, dann kann ich mal ruhig die Prinzessin hier im dritten Keller in meinem Häuschen einsperren. Los, runter mit dir. Wau, wau. In all den Jahren, wo ich das Stück passiert habe, nie passiert, dass ein Kind nicht wau gemacht hätte, angefangen hätte. Und daraufhin der ganze Saal dann, wau, wau, und die, Hilfe, Hilfe, hinter der Kommune, und der Hilfe, Hilfe, wo soll ich denn hin? Hilfe! Da rennt sie. Das Böse kann nie vernichtet werden, es ist da, aber Aufgabe ist, den Kindern zu zeigen, dass man das Böse in seine Grenzen verweisen muss. Dann wird es wieder gut. In allen Spielen ist es mir wichtig, dass die Kinder durch, entweder mit Anleitung des Kaspers oder durch das Geschehen, positiv aktiviert werden, dem Bösen gegenüber. Die Kinder sollten im Puppentheater, nach meiner Meinung, keine Vernichtung des Bösen erleben, sondern nur das in die Schranken weisen. Das ist dein Bereich, da kannst du drin sein. Aber da darfst du nicht raus. Wenn du da rauskommst, pfeifen wir dich zurück. Das Böse ist in der Welt, das können wir nicht negieren, aber wir können es deutlich machen und Anleitung geben, wie man mit ihm fertig werden kann. Das Böse und Dunkle im Leben kennt Willibald Meier sehr gut. Seine ersten 3 Lebensjahre hat er im Kinderheim verbracht, weil der Vater das Kind nicht haben wollte. Später dann verdüsterte die Schule das Leben. Ich habe die Schule im wahrsten Sinne des Wortes boykottiert, indem ich sehr schnell heraus hatte, wenn ich so und so laufe, springe, dann schlägt der Schieferkasten an die Schiefertafel und die ist im Eimer. Ich habe im ersten Schuljahr 4 Schiefertafeln zerdonnert, mit Fleiß, weil ich von der Schule nichts wissen wollte. Ich kam zu einem Onkel, der sollte mir auf die Sprünge helfen, so hoffte meine Mutter. Und der hat sehr bald eingesehen, dass es so sinnlos ist, denn ich habe ja kein Buch angefasst. Und der hat dann mich verdonnert, nach dem Essen eine Stunde mich hinzulegen und gegenüber von diesem Sofa stand in einem Glasschrank ein Totenschädel. Ich hatte wahnsinnige Angst und dann hat der Onkel irgendwie gesagt, ich muss den aus der Lethargie rausholen und hat ans Fußende von dem Sofa ein Bücherregal gestellt. Halt, da ist doch was ganz Weißes. Ein ganz dünnes Büchlein. Und das habe ich mühsam rausgezupft. Nur das war eine Jubiläumsausgabe von Theodor Storm, Pole Puppenspieler. Und da habe ich zum ersten Mal mit 8 Jahren wohlgemerkt von alleine etwas gelesen. Ganz deutlich erblickte ich in einem dämmerigen Winkel den Mann an seinem Tisch sitzen.
In seiner Hand blinkte etwas wie Gold oder Silber. Dann wieder war es wie ein Gesicht mit einer ungeheuren Nase. Aber so sehr ich meine Augen anstrengte, ich vermochte nicht klug daraus zu werden. In Theodor Storms Novelle kommt ein bayerischer Puppenspieler in ein friesisches Städtchen und verzaubert das Leben des kleinen Paul Paulsen. Paul sieht den Kasperl in seinen Händen aufblitzen wie eine Sternschnuppe und ist völlig gebannt, als er ihn zum ersten Mal auf der Bühne sieht. Wenn dieser Bursche nicht lebendig war, so war noch niemals etwas lebendig gewesen. Er machte die ungeheuersten Witze, sodass der ganze Saal vor Lachen bebte. In seiner Nase, die so groß wie eine Wurst war, musste er ebenfalls ein Gelenk haben. Denn wenn er so sein dumpfpfiffiges Lachen herausschüttelte, so schlenkerte der Nasenzipfel hin und her, als wenn auch er sich vor Lustigkeit nicht zu lassen wüsste. Dabei riss der Kerl seinen großen Mund auf und knackte wie eine alte Eule mit den Kinnbacksknochen. Und dann sein Schielen. Das war so verführerisch, dass im Augenblick dem ganzen Publikum die Augen verquer zu Kopfe standen. Ich war ganz verliebt in den lieben Kerl. Und der nächste Tag war dann Wandertag. Und beim Wandertag waren wir die letzte Klasse, die auf eine große Wiese kam. Alles drängte sich in eine Ecke und ich wühlte mich durch die Menge durch, denn ich wollte ja wissen, was da los ist. Und da kam ein Bäumchen mir zu Hilfe. Das war eigentlich meine einzige turnerische Leistung, die ich im Leben geleistet habe. Bin auf dem Bäumchen hoch und siehe da, da stand ein Puppentheater. Ich weiß heute, dass es die vierte Hohensteiner Bühne war und die spielten und ich konnte die Spieler sehen und ich konnte die Puppen sehen. Und da stand es fest, ich kaufe mir kein Auto für die eine Mark, die mir mein Onkel geschenkt hatte. Eine Mark war damals ein Vermögen für mich, sondern ich kaufte mir bei Wohlwart 4 Kasperpuppen. Und es gab für mich eigentlich nichts anderes mehr als Kaspertheater spielen. Und der Kasperl in ihm ist nicht mehr tot zu kriegen. Das Spiel für Kinder wird sein Lebensinhalt. Seine Frau Margot und seine eigenen 3 Kinder müssen sich mit den Puppen arrangieren. Das ist nicht immer leicht. Ich habe die Macht der Puppen sehr wohl gespürt. Ich bin da in einen Sog reingeraten, der sehr mächtig war. Der Puppenspieler oder der Meister gestaltet die Puppen. Und er haucht ihnen das Leben ein. Er gibt ihnen sein eigenes Leben, seine eigenen Vorstellungen von Leben. Er zieht sie an, er kleidet sie. Wenn man maximal 2-mal am Tag spielt und holt die Puppen aus dem Koffer und spielt eine Stunde, dann leben die total. Die nehmen 100%ig das Leben ein. Und danach werden sie wieder eingeräumt in den Koffer und sie schlafen. Aber damit ist ihre Macht nicht beendet. Die geht weiter, im Stillen, ganz im Stillen. Der Puppenspieler überlegt, was kann ich verbessern? Was mache ich mit dem nächsten Spiel? Mein Mann hat aus der Fülle gelebt im Puppenspiel. Also er hat den Puppen Reichtum gestattet. Er hat den Puppen Energie investiert, beinahe unbegrenzt. Er war nicht geizig. Hier, würde ich sagen, sind wir uns im Engsten begegnet. Im Bereich des Puppenspiels. Das ist einfach ein Bereich, wo lebt, wo ewig lebt. Da waren wir sogar im Puppenspiel, ist die Möglichkeit, ein Stück Unendlichkeit und ein Stück Ewigkeit auf die Erde runterzuholen. Und es ist was Wunderbares. Puppenspiel, das ist das Einzige, was der liebe Gott mir in die Hand gegeben hat. Ich behaupte nicht, dass ich Puppenspieler bin, weil ich so toll bin, sondern ich behaupte, für mich, geht aber nur für mich. Ich bin deshalb Puppenspieler, was der liebe Gott will.